Willkommen zurück hier bei einer fröhlichen Autoreparatur, wo wir jetzt. Oh mein Gott, ich gehe erstmal woanders hin. Ich gehe erstmal hier rein. Und gucke erstmal nach der SMS. Von David eine SMS? Meine Güte. Chloe, David hier. Hat Mama dir meine Nummer gegeben? Ja, hat sie. Ich habe gesehen, dass, du hast den Wechselkasten deines Vaters mitgenommen. Arbeitest du an einem Projekt? Mehr oder weniger? Welche Art von Projekt? Sorry, ich bin gerade etwas beschäftigt. Nun, ich bin froh, dich an etwas Interesse zeigen zu sehen. Weiter so. Okay. Es wird ein bisschen gespielt, ne? Ein bisschen aufgesetzt, seine, ja, sein Eifer uns gegenüber. Max, ich glaube, ich werde ein Tattoo. Ich weiß, es ist permanent, richtig, aber das ist das Ding. Das ist es nicht. Nicht wirklich, weil wir alles andere als permanent sind. Komisch, wie viel simpler das Leben ist, wenn man daran denkt, wie meine Haare. Ich wollte wissen, wie sie in Blau aussehen würden. Also tat ich es. Sieht klasse aus. Eines Tages färbe ich sie mir komplett blau. Oh ja, das wirst du tun. Und wenn es mir dann nicht gefällt, was soll's? Sie fallen sowieso irgendwann aus. Siehst du, wie das funktioniert? Weißt du, was auch nicht permanent ist? David. Der Arsch durchsuchte mein Zimmer, während ich weg war, und lieferte dann die lahmste Entschuldigung der Welt ab. Er versuchte eine Verbindung zwischen uns herzustellen, durch seinen toten Freund, was... Okay, eine Eins für den Einsatz. Als ich endlich loskam, bin ich ab in die Garage, die David gerade in seine ganz persönliche Arschlochhöhle umdekoriert. Wenigstens habe ich, wofür ich gekommen bin, Papas Werkzeugkasten. Ich wette, die Idee, dass ich mit seinem Werkzeug ein Auto repariere, würde ihm gefallen. Auf zum Schrottplatz, um herauszufinden, ob ich den Truck zum Laufen bringen kann. Ich weiß, es ist nicht dauerhaft, aber ich hoffe, die Bestie hat noch etwas Leben in sich. Chloe, die Abwaschbare. Ich hätte so ein paar Tattoos aufgemalt, hier Rip William. Und im Endeffekt wird es ja das hier, ne? So ähnlich hat sie ja dann auf dem ganzen Arm. Ist eigentlich wirklich tatsächlich nicht mal ein hässliches Tattoo. Also, ja, weiß nicht. Aber wahrscheinlich empfinde ich das auch nur so, weil es Chloe auf dem Arm hat. Ich frage mich auch immer, diese ganzen Cosplayer, die Chloe cosplayen und dieses Tattoo auf dem Arm haben. Bei manchen sieht das so unglaublich gut aus. Ich weiß immer nicht, ob die es einfach raufgefotoshoppt haben oder ob da wirklich jemand den das raufgemalt hat. Man weiß es nicht. Und wir haben hier gerade auch ein paar andere Probleme. Wir müssen mal Anleitung. It's not like I need a manual. But I'm really glad it's here. Verteilerkappe, Kontakte, Rußniederschlag entfernen, mit Schmiere einfetten. Ansaugleitung, Drosselgehäuse, Unterdruckleitung, Einlaufstutzen, Luftfilter, Zahnriemen, Kurbelwellenriemenscheibe, Kühlmittelpumpe, Kompressor, Spannvorrichtung, Spannung mit einem 18 mm Steckschlüssel anpassen. Ja, was ist da denn los? Okay, Werkzeugkasten, ja, okay, überprüfen. Was ist das? Was macht das? Warum? Looks like someone tried to patch this thing up. Sometime before I was born. At this point, I think that ancient duct tape is better than anything I can do. Okay. Better leave it be. Okay. Wir schalten mal das Radio ein. Mal wenigstens ein bisschen Musik hier an der Stelle. Stan Stanwyck here, and we've got a special treat for all you Sunday Funday listeners out there. Live in Seder Studios, Skip Matthews, lead singer of Pisshead. Pisshead, Skip Matthews, huh? Say hi to the fans, Skip. This thing is going to the Skip. I understand you work as a security guard at Blackwell Academy. Is that true? I used to. Skip. I quit, actually. Really? Well, hold on to your horses, folks. Skip Matthews, Pisshead, has traded in his badge. Looks like the serpentine belt could use some help. Wie cool, dass man das hört im Radio. Wie cool ist das denn? We're about to play a brand new track from Pisshead. Oh ja. If you haven't heard these guys yet, what I want you to do is crank that stereo up as loud as it goes. If anyone complains, what do you tell him, Skip? Pisshead rules. Sick. Okay, wir hören gerade nie von den Pissheads. Vorher gab es ein Interview mit Skip. Ja, cool. So, Zahnriemen. Verteilerkappe. The distributor cap looks pretty gross. I need something small to scoop the gunk off the cap.
Etwas Kleines, Wie wär's damit? Ah nee, Quatsch, entschuldigt, ich hätte Schraubenzieher klicken müssen. The distributor cap looks pretty gross. I need something small to scrape the gunk. Ja, warte, hab ich hier, guck mal, nimm mal das, Fräulein Price. Ich muss ehrlich sagen, ich würde mir das nicht so zutrauen, wenn ich ehrlich bin. ABSB-Warnung. Was haben wir denn da? Gesundheitshinweis wegen Luftqualität. Arcadia Bay Forstbehörde. Arcadia Bay, Oregon. 7.45 Uhr Pacific Time. Sonntag, 9. Mai 2010. Feuer am Kilmarnation National Park noch im Aktiv. Mittlerer bis schwerer Rauch erwartet. Begrenzen Sie Freiluftaktivitäten. Okay. Komm, müssen wir wieder anbringen, die ganze Sache. Go back from whence we came. Okay. Dann machen wir mal weiter hier und reparieren das Auto. This connection is pretty shaky. I could fix this battery post if I could get a good enough grip on it. Dafür die Zange. Zange! Let's go. Gott, Chloes Finger sehen noch toll aus. Deadly electric glove. Dann haben wir noch den Zahnriemen und den Kühlerverschluss. This thing seems pretty gunked up. I think I should move on to something else. Okay, dann nehmen wir halt das. It's pretty loose. How can I tighten it? Mit dem Schraubschlüssel. Schraubschlüssel, ich wähle dich. Let's go. Der Koffer, Chloe, weiß, was sie da tut. Much better. Das wird helfen mit den Händen. Spark plugs busted. Carbon deposits. Of course. Oh Gott, nein. Ach nee. Warum denn? Ach du meine Güte. Halt durch, Chloe. Durchatmen. Please, I need you. Hey! Sogar mit Schaltung. Ja. Okay. Natürlich, wer fährt denn nicht so? Wo hat sie denn so Autofahren gelernt? Auf welche ich mich für sie freue, aber was? Ja, Hände waschen, Chloe. Oh, oh. Na, nö. Hey, Junkyard Queen. Where are you at? Hey. Holy shit. Your hair.
It's so... Blue? Badass. I was gonna say hot. But, yeah, badass too. Hey, not sure if you saw, but someone moved your truck. Ja, das waren wir. Should we check it out? Frank! Hey, Bryce. Nice wheels. Oh, okay. You're early, Frank. What's the occasion? It's his fucking bar mitzvah. Ich wusste es. Frank here's becoming a man. Aren't you, big guy? What's he doing here? What do you think? We're not dealing with a couple of dime bags anymore, Chloe. Where's the money? Ich hab es nicht, du bist ein Idiot. Seriously, Frank? If you think I would pocket $1,000 of your money, you're even dumber than you look. Gute Antwort. I don't think she has it. Oh? It's cute how she acts like you two are friends. Oh. Oh. You heard what happened to Drew. Drew, he's a gnome. Drew. Maybe try keeping that in mind when you talk to me. Oh, good witch. Don't fucking touch her. Why is it that chicks think it's okay to hit me? But if I lay a single finger on them, suddenly, it's a whole other thing. Frank says you were asking about a client of his. That true? Klienten? Is Sarah a client? Yeah. Yeah, it's true. Yeah. I don't see why you should give a shit. You don't. Maybe I'll show you. See, you two Nancy Drews decided it would be a good idea to call your drug dealer and ask about his business. I didn't go to a fancy academy, but that doesn't strike me as smart. Maybe it was this man's sunny disposition that confused you. But he's got a whole other side to him that I don't think you'd like. Should we let them see it? We're just talking here. Hat er so gut geklappt. Okay, then let's talk. I want to know, right now, why you give a shit about this woman? Übrigens, gerade wo ich so gelacht habe, er hat ja nicht wortwörtlich gesagt, ihr zwei Meisterdetektive, sondern hat Nancy Drew gesagt. Nancy Drew ist in Amerika eine sehr, sehr bekannte Detektivin, so gerade so für Romane und Kindersachen. So. Da gibt es auch Computerspiele, glaube ich, von. Deswegen hat er Nancy Drew gesagt, aber im Deutschen ist es natürlich übersetzt mit Meisterdetektivinnen, weil wir damit ja nicht so viel anfangen können. Tja, sie ist eine Freundin. Was interessiert das dich so sehr? Geht dich nichts an. Ich mach mal das hier. Why do you care so much? Because fuck you. I'm asking the questions here. Look, none of this matters. All we care about is that you stop asking questions. Got it? Ah, Rachel. No. Oh, good. Tell me where she is now, Rachel. Wait a minute. Oh, no der way. Kann nachdenken. What the fuck is your Rachel? As in Rachel Amber? That makes so much sense. This is James Amber's fucking kid. Damon, your dad's a real piece of shit.
you know. Komm, wir machen mal ein bisschen mit. We're aware. Not sure what that has to do with us. Me neither. But I'd like to find out. Here's what happens next. Come on, man. They're just kids. No, they're not. This one is the fucking DA's daughter. And right now, she's going to fill me in on what her daddy is up to and how he's connected to that whore everyone's asking about. Damon, calm down. We're still talking. Everything's still cool. No need to get crazy. Oh God, Rachel? Was? Okay. Also. Oh, you fucking bitch. Damon! What the fuck? Chloe! Go! Now! Oh my God. Oh Gott. Das ist ja super verlaufen. Um Gottes Willen. Fährt Chloe jetzt ins Krankenhaus? Ich hoffe doch. Aber war ja klar. War mir irgendwie klar, dass Frank, dass das irgendwie nicht so verläuft. In der Schule, ne? Oder? Ist er im Krankenhaus? Nein, ist im Krankenhaus, okay. Rachel is going to be all right. The knife damaged her brachial artery, but didn't cut it. She's out of surgery, and now she's resting. Chloe, what happened? I don't know. Everything happened so fast. That guy you have a file on. Damon Merrick. Why does he hate you so much? I know exactly who Damon Merrick is. No. Start over and tell me everything. Did you and Rachel try to contact Sarah? I'm not going to chastise or blame you, Chloe. But I need the whole story. So, I got my dealer to meet us, since you know Sarah. Frank Bowers. Yeah, that's right. But
that Damon showed up with him. What did Merrick want? Was wollte Merrick nach Sarah fragen, uns abschrecken? Der wollte eigentlich auch, ja, eigentlich wollte er wissen, warum wir was von Sarah wollten, ne? Das abschrecken wollte er eigentlich nicht, obwohl der Typ wirklich sehr abschreckend ist. He asked us why we were so interested in Sarah. And what did you say? Nothing, of course. Is that how it became violent? It was actually Rachel who got angry. She was furious that he wouldn't tell her where Sarah was. This is exactly what I've been afraid of. Rachel won't let anything stop her. Sie hat mich auch beschützt. Sie hätten ihr helfen können. Es ist mir gerade so auffällt jetzt so die Episode sehr. Man, also es ist sehr, sehr, sehr szenenreich, ne? Wir sehen viele Szenen, wir hören viel zu. Es ist irgendwie ganz kurios, aber ich finde es nicht schlimm. Ist mir gerade nur so mal aufgefallen. Ich mach mal, sie hat mich auch beschützt. It wasn't only that. She was already angry about Damon pushing me around. She is like her mother. Quick-tempered, rash. I've always been afraid of losing her the way I lost Sarah. What happened next? Damon had a knife out. We all could see it. But then he said something that pissed Rachel off. And she just grabbed a piece of wood and hit him. And then he stabbed her. I keep thinking that maybe I could have done something, but when he attacked her, I just froze. It's not your fault. And Frank held him off so we could get to the truck. I heard a scream, but I don't know what happened. And then we were here. I appreciate you telling me the truth. Das ist sonst I'll machen. See if I can pull some strings with Ray. Maybe get you back into Blackwell. Schon gut. Was ist mit Damon? Was ist mit Sarah? What are you going to do about Damon? Find out if he is alive. First of all, my department's been after him for some time. I was told that if Rachel had arrived only a few minutes later, she might not have, Thank you, Chloe. You saved my world. It will be some time before Rachel wakes up. I promise. I'll let you know when she does. Thanks. Oh, guck mal. Hey. Steph. How's Drew? Pretty good. Miss Amber just told me Rachel's going to be okay. I'm really glad. Yeah. Well, our room's just down the hall. You should come by. Okay. Sure. Definitely. Oh, dieser Zimmer klingt auch toll. Können wir jetzt Drew besuchen? Oh. Das ist Drews Vater. I don't think I can sit still any longer. Hui! Might as well stretch my legs while I wait for Rachel to wake up. Guck mal, hier sind die ganzen Hot Dogs. Haben bestimmt Kinder gemalt. Yeah. Are these all firefighters? Du meine Güte, meine Güte. Das
Rachel gerade knapp, ja, knapp einer Katastrophe entgangen. Dank des Autos, das Chloe repariert hat. Achtung, Angestellte des Arcadia Bay Krankenhauses. Aufgrund der erhöhten Anzahl an Patienten, die unter Erschöpfung durch Hitze und oder Rauchinhalation leiden, haben wir weitere Krankenzimmer bereitgestellt. Bitte bringen Sie alle neuen Patienten in Flügel B. Konsultieren Sie Ihre Schichtleiter für eine Auffrischung in der Patientenaufnahme. Danke. Da haben wir auch gerade gesehen, die Feuerwehrmänner. Das ist halt wegen dem Brand, ne? Flugblätter. Mom brought so many of these home when Dad died. And not a single one described how I felt. Talking about... Wahrscheinlich so eine... Ja, Flugblätter, die einem irgendwie helfen sollen. Wie auch immer, aber das tun sie halt einfach überhaupt nicht. One more hour of waiting and I would have read that. Was steht denn da drauf? Wartet, ich gehe mal eine Runde rum. Mini Golf Monthly? Was? If I want to stay sane, I need to stay busy. What's there to do around here? Guck mal, sein Piratenschiff. Können wir uns hinsetzen? Und philosophieren. Yay. Being in a hospital this long sucks. I just want Rachel to wake up and then I'll feel better. I owe Frank big time. Can't believe he did that. Ja, darum mache ich mir auch einen Kopf. He's okay. Not like I can do anything about it one way or the other. And what about Damon? Is he gonna come after us? I actually feel better knowing that James Amber is on his case. Ugh. That's weird. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das Spiel einen sozusagen wirklich auch die Wahrheit erzählen lässt, also dass das jetzt gar nicht irgendwelche Ausflüchte oder so, sondern wirklich die Wahrheit dahinter zum Vorschein kommt, auch wegen Damon und alles. Finde ich ganz cool. Okay. Und immer wieder verfolgt uns das Piratenschiff. Hier war noch eine... Oh oh, da wollte ich gar nicht hin. Shit. I know those guys. This doesn't look like the maternity wing. You think? Ugh. If you're this useless now, what are you gonna do at 3 a.m. when the baby needs... There's a sign for the prenatal class. Great. I guess that's your contribution for today. Ugh. Those people suck. Okay, was war das denn? Guck mal die Notiz an. Frank's business must be booming. Shit. I really hope he's okay. Achtung, Angestellte des Arcadia Bay Krankenhauses. Neuerdings kommt es vermehrt zu Komplikationen bei der Narkose aufgrund des Drogenmissbrauchs zu Entspannungszwecken. Bitte machen Sie Ihre Patienten deutlich, besonders denen im Teenageralter, dass Sie es zu Ihrer eigenen Sicherheit angeben müssen, wenn Sie Drogen genommen haben. Seien Sie hartnäckig, wenn Sie die Anamnese der Patienten aufnehmen. Danke. Eieieiei. Können wir jetzt... Okay, die wollten zur Geburtsvorbereitung und Chloe kannte die anscheinend. Wash your hands. This poster seems to be missing some context. What to draw, what to draw. Hände waschen! Okay, nurses. The world wants to know. What's so funny? Okay, was ist... Harmloser Witz oder ein platter Witz? Ein platter Witz. Cue laugh track. Hallo Schwester. Gucken wir nochmal. Cue laugh track. Ein Satz Publikumsgelächter. Ich habe es so satt, mich mit Arschlöchern zu befassen. Dann hättest du nicht die Schicht in der Proktologie übernehmen sollen. Wow, Chloe. Mensch. Du hast einen Humor, Mäuschen. Meine Güte. Aber der ist wirklich platt. Also, passt das von daher. Okay. Können wir mal ganz kurz... Oh, wir haben sogar eine neue Seite. Max. Ist dir je aufgefallen, dass Leute in Krankenhäusern immer flüstern? Ich glaube, es liegt daran, dass unsere eigenen Stimmen als realer erscheinen lassen.
genau wie es niederzuschreiben. Es ist seltsam, wie ich es war, die vor wenigen Stunden etwas Gebrochenes wieder zum Leben erweckte. Ich benutzte Davids Anleitung, um den Truck zu reparieren. Ich habe damit einmal eine Runde um den Schrottplatz gedreht, bevor Rachel auftauchte. Wir haben ein wenig gequatscht und dann wurde alles total abgedreht. Chloe als Teufel. Und mit abgedreht meine ich Damon Merrick, der Psychopath, der sich aus irgendeinem Grund total für Rachels leibliche Mutter und ihren Vater interessiert. Er und Frank sind aufgetaucht und wollten wissen, was wir vorhaben. Bevor wir rausfinden konnten, warum, zog er ein Messer und stach auf Rachel ein. Ich hätte ihn vielleicht aufhalten können, wenn ich schneller gewesen wäre, doch ich erstarrte, wäre nicht Frank gewesen. Eine rasende Fahrt später und ich bin hier im Krankenhaus. Ich wünschte, ich könnte mir einreden, es ist nicht real. Chloe, die viel zu reale. PS, ich hoffe, Frank geht es gut. Da ist der Teufel namens Damon. Der Dämon und sein Messer. Na dann würde ich sagen, bevor wir zu Drew anscheinend ins Zimmer gehen, out of order. Come on. Not that I have any coins anyway. Oh man. Jackpot. Einmal zuschlagen, bitte. Hat keiner gesehen und gehört. Oh je. Das kriegen wir noch hin. Ja. Yes. Woo. Vielleicht ganz gut für Chloes Nerven, wenn sie was gegessen hat. Ich kenne mich, wenn ich nichts gegessen habe. I want like 20 more of those. Man sagt ja immer schön, so schön mit dieser Snickers-Werbung und zu Diva werden. Oh Gott, also ich bin ganz schlimm, wenn ich Hunger habe. Oh, wir können Graffiti drauf schmieren. I think this vending machine could be improved. Oh ja. Yeah. I get it. Kümmert sich mal entscheiden, das ist ja krass. Macht Chloe von ganz allein. Nurse, I'll need my forceps to extract this baby Ruth. Oh Mann, Chloe. Oh Mann. Das ist schön. Wunderbar. Wunderbar. Okay. Schmieriger Schleim. Oh, der Schleim an der Motorhaube. Mit dem hätten wir was machen können. Huch. Naja. Aber ich weiß wenigstens, wo ich es hätte machen können. Wenn ich es hätte gewollt. Ich guck mal nochmal die Spendenbox hier an. Citizens of Arcadia Bay aren't feeling so generous. Donations. Spenden. Die Feuerwehr von Arcadia Bay braucht ihre Hilfe. Ihre großzügige Spende würde dabei helfen, Waldbrände zu bekämpfen und die Arbeit der Feuerwehrleute sicherer zu machen. Danke. Naja. Ist nicht nur diese Spendenbox davon betroffen, leer zu sein. Oh, hier ist noch was. Sean Prescott. What's he writing to the hospital about? Na, lesen wir einfach mal. Is this for real? Verwaltungsleiter Hofstetter. Einer ihrer derzeitigen Patienten ist Andrew North, ein Schüler der Blackwell Academy, der auf dem Schulgelände verletzt wurde. Da die Sicherheit der Schüler eine der Kernverantwortung einer jenen Schule ist, enttäuschte Blackwell in dieser Instanz, Mr. North. Ich möchte daher persönlich und streng anonym für seine medizinische Versorgung aufkommen. Und das ist natürlich sehr nett. Falls ich den Prozess irgendwie beschleunigen kann, zögern Sie bitte nicht, um mich zu kontaktieren. Sean Prescott. Beantwortet am 9.5. Tja, das ist natürlich preiswerter, die Behandlung zu bezahlen, als wenn Drews Vater Herrn Sean Prescott anzeigen würde, um ihn für ganz viele tausende Dollar zu verklagen, dass sein Sohn nicht sicher war in seinem College. Ne? Oh Mann, die Prescotts, ne? Das sind ganz tolle Leute. Wow. Okay. Hallo. So, dann beende ich erstmal diesen Part und dann werden wir gucken wir uns noch das Biohazard. I wonder if Damon Merrick classifies as a biohazard. He's definitely human waste. Biologisches Gefahrengut. Beseitigen Sie die biologischen Gefahrengut angemessen. Dann
verabschiede ich erstmal mich aus diesem Part und wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Life is Strange Before the Storm und dann werden wir vielleicht du wiedersehen. Mal schauen. Ich bedanke mich sehr bei euch fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Part. Bis dann. Tschüss. Hold your breath and take your time. Don't wanna lie, don't wanna cry. It's a long way, but I'll stay strong.